Willkommen Reisende. Wir sind heute in Going Medieval, spielen auf friedlich. Dann haben wir keine Angriffe von Feinden, da wir uns auf den Bau, Wirtschaft, Ernähren und alles konzentrieren wollen. Mal gucken, Feldfrüchte, Hagelsturm. Also Hitzewelle, Kälteanbruch, Hagelsturm lassen wir mal an. Gewitter machen wir aus. Da ich nicht weiß, ob schon Feuer im Spiel gibt, das wäre schlecht. So, gehen auf weiter. Das Spiel befindet sich noch im Early Access. Es ist ein Aufbauspiel. Wir können unsere Gebäude selbst gestalten, selber bauen. So wie, wie wir möchten, dass sie aussehen. Können anbauen und alles. Müssen dafür sorgen, dass sie nicht verhungern, dass sie glücklich sind. Und können aus kleinen Anfang und Riesenstadt am Ende, wenn es klappt, machen. Dafür uns ein Szenario entwickelt, damit wir am Anfang wir deren Gott sind und die uns eine Stadt zu unseren Ehren bauen sollen. Erstmal hier angepasst die Standardressourcen. Hier müssen wir erstmal ändern. So, das ist unser Wappen, was wir überall hinhängen. Tal ist sehr flach. Berg hat die meisten Steinressourcen. Aber sehr wenig Grünfläche zum Anbau von Früchten. Daher nehmen wir Berghang. Kartengröße auf ganz groß. Das ist der Startwert, falls die Karte euch zusagt. Gehen wir auf Weiter. Das sind hoffentlich jetzt auch meine gespeicherten. Sieht nicht so aus. Ah, super, Mehrfachauswahl geht nicht. So, wie können wir die jetzt hier entfernen? Weil wir wollen ja unsere haben. Ich habe uns nämlich schon mal ein paar Siedler vorbereitet. So, wie zum Henker. Ah. So, da müssen wir. Ah, jeden einzelnen, okay. Dann wechselt er die aus, das ist auch gut. So. Das sind unsere Anfangssiedler. Mehr wie 10 geht nicht. Dann gehen wir jetzt auf Weiter. Die Anfangstipps, die lassen wir ruhig eingeblendet. Gleich, wenn die Musik wieder angeht. Hier im Ladebildschirm ist er aus. Sollen wir mal sehen, ob das von der Lautstärke erreicht oder ob wir es wieder ein bisschen lauter machen. Falls jemand einen Tipp hat, wie man das ändert, die Grafikkarte rastet völlig aus, wenn man das Spiel startet. Willkommen, das sind ja Early Access Spiel. Ah, also geht doch mit Mausrad gedrückt halten. Gut.
Okay, ja. So. Einfluss steigt. Der blühende Gottesstaat wird mit jedem Tag einflussreicher. Na, es liegt an den Anfangsressourcen, die wir jetzt haben. In der Region. Das zieht sicher mehr Siedler an und vielleicht auch unerwünschte Aufmerksamkeit von anderen Siedlungen. Ich hoffe ja nicht, das haben wir ja ausgemacht. So. Einmal anhalten das Spiel. Man hört nur die. Laute. Aber auch nicht durchgehend. Ja, müsst ihr mir mal sagen, ob das so leise ist. Ja, wir machen es noch ein bisschen lauter. Auf jeden Fall, die Grafikkarte ist völlig am Ausrasten. Die läuft fast unter Volllast, sobald man das Spiel startet. Aber ist das nicht grafikintensiv oder so? So, das Spiel kann man anhalten. Wir können normal und einfach und doppelt vorspulen. Als erstes müssen wir rechts unten einmal anklicken. Alle Ebenen. Dann unsere Anfangsressourcen einmal erlauben, dass die Siedler die auch benutzen dürfen. Ich erkläre dann auch alles am Anfang. Für die, die es vielleicht noch nicht gespielt haben, für die es kennen, wird das eher uninteressant sein. So, die Karte ist 250 mal 250 Felder groß. Wir müssen mal gucken. Leider geht weiter rauszoomen nicht. Also wir sind ziemlich weit rechts an der Ecke und oben. So. Wir brauchen sehr viel Kalkstein. Müssen wir uns die Karte erst einmal angucken. Also hier haben wir sehr viel Lehm. Hier, felsiger Boden. Ah, das ist alles an Kalkstein hier, oder was? Das ist jetzt natürlich schlecht, da es eigentlich auf der Karte genug Kalkstein geben sollte. Hier ist noch ein bisschen Kalkstein, aber mit Kohle und Eisen versetzt. Gut, hier ist dann noch welches, aber auch sehr viel Kohle. Und hier. Das Eisen. Kalkstein, Eisen. Hier hätten wir Salz, denke ich. Ja, Salz. Müssen wir mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf Ebenen können wir runter. Obwohl in die fünfte wird nicht gehen, also können wir vier wahrscheinlich runter. Hier ist es gut flach. Müssen wir mal sehen, wie wir da sind. Wo wir anfangen jetzt? Aber hier hinten schön hochbauen und also alles abtragen später. Und dann unsere Stadt in diese Richtung bauen. Dann hier unten anfangen. Können wir hier nämlich auch Felder anlegen. Hier ist es schön grün. Ja, müssen wir mal gucken. Oder Größe, ja, müsste klappen. Gut, dann werde ich uns jetzt erstmal hier unten links können wir bauen. Nehmen jetzt einfach einen Holzboden. Hier am Anfang. Rand können wir nämlich nicht bauen aufgrund der Feinde, aber die haben wir ja ausgeschaltet. Geh ganz nach links und werde einmal durchzählen, dass wir die Mitte haben, damit wir uns daran orientieren können. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Das hier ist die Mitte. Die beiden, also zwischen den beiden ist genau die Mitte. Ich habe die jetzt mal mit Kalkstein gemacht. Müssen nur sehen, wie weit wir das jetzt erstmal ziehen. Dass wir anfangen können mit Bauen.
mal sagen, ungefähr bis hierhin. Wie weit ist denn das dann? Eins. Gut, genau 50 Felder. Haben wir hier erstmal einen Weg. Dann werden wir... Gut. Wir müssen erstmal ein Gebäude für unsere Siedler errichten, ein kleines. Und einen Lagerplatz hier drunter legen. Aber als erstes können die erstmal hier das alles abholzen. Braucht kein Mensch. So, dann werden wir die Tätigkeiten durchgehen. Hier können wir einstellen, was sie wann machen sollen. Es wird immer von links nach rechts priorisiert. Auf Transport und Hausmeister mal direkt erstmal beides auf 2. So behandeln kann hier, bin eigentlich alle auf 1. So. Wer hat denn hier? Wer hat Medizin? Falls mal einer krank ist. Sie hat Medizin. Der nicht. Der auch nicht. Hier ist Medizin. Und dann haben wir hier Medizin 2. Hier auch. Vielleicht aber so müssen ja nicht jeden. Wenn wir keinen medizinischen Notfall haben, ist das auch egal. Ein bisschen Medizin, ja, können wir auf 3 lassen. Hier nehmen wir raus. Raus. Das werde ich uns dann später umstellen. Jetzt mal kann erstmal alles so bleiben. Der Terminplan, wann sie arbeiten gehen, klappt ja gut. So. Beim Aufstehen haben sie erstmal Freizeit, dann einmal irgendwas. Jede Mittagspause und abends noch einmal. So. Das werden dann alle erstmal machen. So. Wir haben Frühling, ist noch 11 Grad. Gut, dann können die erstmal, was haben sie an? Sommerkleidung. Wenn da keiner rumheult, ist das egal. Waffen habe ich uns jetzt nicht mitgegeben, da wir keine erwarten. So, Nahrung mal. Ein bisschen schade, dass wir das hier noch nicht kopieren können. Also, aber gut, man kann es ja prinzipiell bei jedem anders einstellen. So. Hier müssten wir jetzt mal gucken. Da. Transport, 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 Transport. Können uns die Hunde helfen? So. Jeder kriegt einen. Mehr wie einer geht auch nicht. Dann hätten wir jetzt Hunde und Katzen zum Beispiel aufteilen müssen. Hälfte so, Hälfte so. Aber Hunde geht ja auch. Wenn man einem zwei Haustiere gibt, verschwindet beim ersten der Name wieder. Mich würde auch interessieren, was ihr so Schönes gebaut habt. Habt ihr ganz normal angefangen oder habt ihr auch eigenes Szenario entwickelt? Unser Essen.
Wildtiere haben wir. Rotwild, Wildschwein, Hase, Fasan, Fasan. Oh. Scheiße, gibt doch schon Ratten. So ein Mist. Heißt das, es gibt auch schon Krankheiten? Naja. Wir brauchen erstmal einen Forschungstisch. Super. Das war's natürlich nicht. Und erstmal da hin, Steinmetztisch direkt daneben. Lagerfeuer, damit sie kochen können. Schlachtbank, falls wir schlachten gehen, logischerweise. So, Brennofen nehmen brauchen wir noch nicht. So, dann fangen sie gleich an, nachts rumzuflennen, dass wir irgendwo schlafen wollen. Wert 26. Drück die. Okay, die Heuschlafstelle hat minus 5. Wollen die jetzt auch noch so ein Bett haben? Fünf dahin. Fünf dahin. Bauen wir den hier noch eine Bude drumrum. So. Dann nehmen wir natürlich nur dämlichen Holzboden. Hier sollte vielleicht auch eine Reihe hin. Und genau, ein kleines Lager, damit uns die Mahlzeiten hier nicht verrotten. Wie lange sind noch halb? 3 Tage. Liegt ja größtenteils hier so rum, ne? Egal, machen wir daneben, können sie uns da erstmal hinlagern. So. So. Wir müssen die Priorität je nach Lager, was wir lagern wollen, anpassen. So. Wo? Na gut, wo packen wir auch ein? Und wenn wir das auf sehr hochstellen, lagern sie das auch hin, wenn sie Zeit haben. Aber ich glaube, das ist ein bisschen groß, ne? Immer 9 reicht. Jetzt habe ich würde eigentlich hinpassen, müssen wir mal sehen. Natürlich hier eine Bodenplatte hingebaut. Kommt da jetzt einfach so. Holzbalken. Dann kommt da ein blödes Billigdach drüber. Hier wollen sie bestimmt dann auch ein Dach haben. Immerhin zählt es, glaube ich, als Raum, sobald ein Dach drüber ist. Ah ne, warte, es muss eine Tür haben, ne? Na, das sehen wir ja gleich. Dann bauen wir den halt eine Tür ein. Zu lang. Dann stellen wir die Holzbalken aber ja was, die müssen gelb leuchten. Nee, ich will nicht alles abreißen. Ein Holzfußboden. So. Ach Gott, die verpackten Mal. Ja, das war ja. Habe ich nicht bedacht. In das Lager packen sie verpackten Mahlzeiten. Mal hier das Dach ausblenden.
wir mal raus. Weil die halten länger. Hier haben wir sehr viel Bärenbüsche. Tierfutter. 16 Tage. Der Wein fermentiert gerade. Wir müssen dann bald mal... Ah, hier ist unser Weg. Bald anfangen, ein unterirdisches Lager zu bauen, damit es kühler bleibt. So, das ist unser Weg in unsere Stadt hinein. Wie breit ist denn der jetzt? Hier. Okay. Dann werden wir ein Papier verbreitern. Ja, die Erde dürfen sie da ruhig wegmachen. Ach, bloß der Kalkstein ist alle. Kann aber nicht sein jetzt hier, oder? Ja gut, die Ressourcen werden nicht angezeigt, da sie nicht im Lager liegen. 600 Kalksteins. Oh Gott. 1000 reichen ja mal für gar nichts. Und der hier erstmal Kalkstein machen, die hier können erstmal... So. Da der Forschungstisch gebaut ist, den brauchen wir. Dann müssen wir hier draufklicken und können Chroniken produzieren. Die brauchen wir für die Forschung. Ich habe am Anfang für uns natürlich schon welche freigeschaltet. Dann holen wir uns. Was holen wir uns? Ja, die Lager. Die Regale. Dann können wir ins Essen im Keller einlagern. Waffen brauchen wir gar nicht. Schmelzen. Brauchen wir auch nicht. Verteidigung auch nicht. Bessere Betten, sonst flennen die ja gleich. Nehmen wir Schneidern. Ich weiß nicht, brauchen wir Krankenbett unbedingt. Dann nehmen wir einfach mit. So. Hier kochen. Können wir direkt eine Küche dann bald bauen. Den brauchen wir gar nicht. Teppich knüpfen, das ist neu. Noch 90 Stück. Ah, mit denen können wir Kirchen, also spezifische Räume errichten. Kirchen und zum Beispiel Einzelschlafzimmer, Gemeinschaftsschlafzimmer und was gibt's noch? Küche zum Beispiel, da brauchen wir nämlich Regale, damit das einen Bonus bekommt. Wird auch angezeigt, was man dafür benötigt. Hier zum Beispiel mindestens einen Schrein und zwei Wanddekorationen. Und was halt auf keinen Fall drin stehen darf. So, daher müssen wir jetzt hier die Kirchen. Ja, ist alles hier mit bei. Das brauchen wir. Das braucht kein Mensch. Was ist das hier? Ein Banner aus Leinen, okay. Fermentieren. Wie viel Alkohol haben wir? 198 Bier. Und 500 Fruchtsaft. Also das brauchen wir noch nicht. Müssen wir uns noch nicht drum kümmern. Auf jeden Fall müssen wir vielleicht hier dann doch erstmal das Lager noch erweitern. Mehr, viel mehr Sachen, als ich dachte. So, Lagerplatz erweitern, genau. Muss
wir hier jetzt aber auch noch wieder ein Dach drüber bauen. Mensch, ist Genuss. Weit ist das dann auseinander? 3. Machen wir bei 4. Immer zur Not dahinter noch wieder erweitern. Auch Dach drüber. Geht nicht, brauchen wir einen Balken für. So, das werden wir einmal wieder abreißen, das Dach. Warum steht das andere Dach? Dann machen wir es so rum, ist völlig egal gerade. So. Wie weit haben die unsere Straße gebaut? Fast fertig. Ein bisschen schade, es gibt glaube ich keine Ecken, ne? Nee. Können ja dann so machen. Das geht ja halbwegs. So. Wenn wir das jetzt haben, und sagen wir mal, hier fängt unsere Stadt an. Also hier bauen wir ein Tor hin. Zum Beispiel. Müssen wir mal sehen jetzt. Die Karte viel kleiner ist als gedacht. Uiuiui, da müssen wir mal gucken. So, wenn fangen wir jetzt hier mit dem Tor an. Könnten wir eigentlich, oder? Dann müssen wir hier. Was ist denn, liegt denn hier? Erde. Hm, super. Was ist hier? Gras. Wahrscheinlich auch Erde. Den können sie einmal abtragen. Oh ja, klar, ich habe die falsche Ebene gewählt. So, also mit dem hier können wir abbauen. Alles, was uns nicht zusagt, kommt weg. Und da wir sehr viel Platz brauchen, kommt hier einfach alles weg. Da müssen wir mal schnell gucken. Wer hat denn hier Bergbau? Er hat Bergbau 18. Bergbau, Bergbau, Bergbau. 15. Kann erstmal so bleiben. Ich habe irgendwo einen. Er hat einen Stern bei Berg. Er hat 24 bei Bergbau. Oh, hier zwei Sterne. Der macht nichts anderes als jetzt Berge abtragen. Ein Stern. Ja, zwei Sterne. Ich habe darauf geachtet, dass wir für jede Standardfertigkeit, die links steht, ungefähr zwei Leute haben. Sie kann kochen. Gut, kochen. Wo ist kochen? Da hinten. Die macht nichts anderes als kochen. Botanik. Der Typ macht nichts anderes als anpflanzen. So. Wir brauchen bestimmt Intellekt 1 Stern. Kochen. Kochen, kochen, kochen. Die hat Forschung zum Beispiel. So. Ja, Kochkunst. So. Dann wird erstmal gleich noch Essen hergestellt, wenn wir das einstellen. Brauchen wir aber noch nicht, da wir noch genug Essen haben. 1212. Witzige Zahl. Schlachten müssen wir auch nicht. Das ist nur, um neue Sachen freizuschalten jetzt erstmal. Das der Wissenschaftstisch. Keine, ach ja, da war ja was. Wir müssen Kalkstein abbauen und die Erde, die sie hier abbauen, müssen wir da auffüllen. Ist hier irgendwas, was wir brauchen? Sieht nicht so aus.
So. Wenn man nämlich jetzt, das wurde auch neu hinzugefügt, mit Erde auffüllen, könnte man theoretisch auch wieder oben was anpflanzen. Wenn das nicht als Bauwerk zählt, müssten es nämlich auch hinterher wieder mit der Spitzhacke abtragen. Naja, können die jetzt hier erstmal erst auffüllen. Müssen nur überlegen, dann entfernen wir den Lehm, der hier ist. Da können wir nämlich die roten Ziegel draus machen. Wenn wir einen Steinmetztisch haben, wieso können wir keine anderen? Säulen erstellen. Steinblöcke. Okay, das ist jetzt aber seltsam. Warum können wir denn nur... Das ist jetzt aber seltsam. Oder was anderes? Ist das vielleicht irgendwie geändert? Aber hier steht halt nur Statuen, die neu hinzugekommen sind. Spiegel. Eismöbel. Aber das ist doch nicht bei Schmied. Müssen wir Schmelzen freischalten. Nö. Steindächer gehen, aber Steintreppen auch. Oh Gott, ich bin doof. Das ist ein eigener Reiter. Hier ist das. Mein Gott. Gut. Das hatte ich jetzt gar nicht gesehen, dass das einen eigenen Reiter bekommen hat. Was ist da denn? Kommen sie da nicht hin oder was? Nicht genug Ressourcen. Ja, dann trag doch irgendeinen Berg ab. Machen sie doch hier. Also im Ernst. Das ist ja witzig, das sieht aus, als würde er auf den Fässern sitzen. Weil sie. Aber sie steht mittendrin. Warum haben sie die Fässer ausgerechnet von Forschungsdurchgestellt? Boah, wie der Lagerplatz null reicht. Aber wie lange hält denn das noch? 4 Tage. Oh. Das setzt sich aufgrund von Temperatur, ja. Aber wenn hier das Tor hinkommt, die Straße weiterführt, dann hier eine Links- und Rechtsabzweigung, und hier die ersten und hier die anderen Häuser hin. Und erst eine Straße weiter ist eine Küche. Also ein Restaurant, so eine Kaschemme. Essen gehen kannst, trinken gehen kannst und Wirtshaus halt. Da kommt die Küche rein, hatte ich gedacht. So, wir können jetzt mal hier Raumaufteilung wieder ausblenden. Ja, Dann müssen wir vielleicht doch ein bisschen. Obwohl, kann man einer statt zwei.
Vielleicht einen kleineren Laden, in dem du nur essen gehen kannst. Und dann trotzdem weiter hinten Wirtshaus. Was haltet ihr denn davon? Soll eigentlich gehen, oder? Und hier dachte ich, kommen hängende Gärten links und rechts hin. Da wir jetzt ja Erde selber hinstellen können, wo wir das möchten, machen wir uns die hängenden Gärten von Babylon, bauen wir nach. Die hießen ja nur so, gehangen haben sie nicht wirklich. Aber so leicht schwebende Gärten sieht bestimmt voll cool aus. Wenn wir das denn hinkriegen. Wenn ja hier einen machen und hier einen. Wenn hier. Also diese Karte ist ein bisschen klein, habe ich das Gefühl. Also ein bisschen Fußweg sollten sie ja schon haben. Bis zu unserer Stadt, oder nicht? Und weiter nach unten können wir nicht bauen. Ärgerlich, dass wir nicht weiter rauszoomen können. So. Ah. Bis wo dürfen wir eigentlich hier hinten bauen? Hier, also bis genau hier dran. Okay. Hier hinten kommt dann unser größtes Gebäude hin. Also, sagen wir mal, was ist hier? Ja, Fasan, lauft mal nicht weg. Muss ja was ausmessen. Oder nehmen wir halt den Busch als Referenzpunkt. Oh Gott, Busch, ja. Frühling. Wir sollten Felder anlegen, um anzubauen. Ich wollte erst mit euch die Stadt so ein bisschen anzeichnen. Aber gehen wir mal von aus, der Weg darf wirklich bis hier gehen. Er ist jetzt 8 breit, das heißt, wir können hier ganz normal. Jetzt los. Leuchten hier rot? Was ist denn jetzt los? Die schimmern so rötlich, als würde er sie nicht bauen können. Ah, er kann sie nicht bauen. Ja gut, wir brauchen Kalkstein. Das ist das Einzige, was sie jetzt hier den ganzen Tag machen dürfen. Kalkstein abbauen. Wenn wir Kalkstein finden. Also hier ist ein bisschen, aber. Ja, bau halt ab, ey. Hier abreißen. Abreißen. Kohle. Kalkstein. Oh Gott, ich vermute, wir haben vielleicht nicht genügend Kalkstein auf der Karte. Bau halt ab hier. Das Einzige, was wir brauchen, ist Kalkstein. Aber wie gesagt, wir mussten die Karte nehmen, da hier ein bisschen grün ist. Ganz ohne Grün. Ich habe mal so eine Karte gesehen. Am Berg. Das ist einfach nur, die Karte ist grau. Da hätten wir zwar genug Kalkstein. Aber wir können die nicht mit Grün gestalten, so. Eine Stadt ganz ohne Grün ist ja auch nicht das Wahre. Können ja dann mal ausmessen. Wir können sie ja wenigstens hinstellen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, sehe ich gerade. Dann zeichnen wir uns hier das Tor an. Und wenn wir das haben, werden wir hier unten, soweit für uns das erlaubt ist. Jetzt die Musik übrigens weg. Will der spielt nachts nicht, oder was? Hier Gärten erstmal anlegen, damit wir auch anbauen können. Aus Kalkstein. Und weg. Können die jetzt erstmal Kalksteine bauen. Und dann müssen wir zusehen, wie wir. Also hier ist Lehm. Den müssten wir eigentlich. Ist hier noch irgendwo Lehm?
Die müssten wir sonst abtragen. Weil hier sonst kein Lehm. Ja, krass, den müssen wir ab. Oh, zwei haben heute Geburtstag. Den müssen wir abtragen bis nach ganz unten. Da sehe ich gerade, das können wir denen erstmal erlauben hier. Müssen wir bis nach ganz unten abtragen und wieder aufschütten mit Erde. Erde liegt ja hier genug rum. 552. 5 brauchst du einen Block, ne? Da können wir 100 Blöcke bauen. Wenn wir hier 100 Blöcke rausnehmen, dann haben wir genug Lehm. Dann füllen wir halt wieder mit Erde auf. Weil wir wollen ja hier schließlich hinbauen. Ah, ist angewählt, okay. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich werde das jetzt hier noch ein bisschen umändern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns ums Tor und alles weitere erstmal kümmern. Und auf jeden Fall irgendwie auch ganz wichtig sind halt die Felder, dass wir es im Frühling noch machen. Und im Keller irgendwie. Dann zeichnen wir uns grob an, wo welches Gebäude steht. Dann können wir da schon den Keller hinbauen. Das wäre das Sinnvollste, würde ich sagen. Gut. Wenn ihr übrigens einen Namen hiervon haben wollt, also wenn einer euren Namen tragen soll, könnt ihr das auch gerne schreiben. Und sagt mir einfach, welcher von denen, und werden wir den umbenennen. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis zum nächsten Mal.